herzlich willkommen auf meinem Kanal und schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Heute habe ich mal wieder ein Make-up-Tutorial für euch. Und zwar zeige ich euch heute meine Winter-Make-up-Routine. Und das ist der finale Look. Das ist zwar ein bisschen mehr Make-up, als ich so normalerweise in meinem Alltag trage, aber irgendwie, ja, seit einigen Monaten ist das entweder so, ich trage gar kein Make-up oder dann ein bisschen mehr, also so entweder ganz oder gar nicht. Also wenn ich mir schon die Mühe mache, mich zu schminken, dann soll das auch ein schönes Bild ergeben. Aber ich finde den Look eigentlich trotzdem sehr alltagstauglich. Also falls ihr wissen möchtet, wie meine Winter-Make-up-Routine aussieht, dann bleibt gerne dran und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Heute beginne ich mal ausnahmsweise nicht bei den Augen, sondern beim Rest meines Gesichtes. Und als Primer verwende ich hier den Aquafresh Hydro Primer von Catrice. Den mag ich wirklich sehr, sehr gerne, weil er das Gesicht sehr gut mit Feuchtigkeit versorgt. Und das ist genau das, was ich im Winter brauche, weil da ist meine Haut immer extrem trocken. Und als Foundation nehme ich heute die Fit Me Luminous & Smooth Foundation von Maybelline in der Farbe 125. Die Farbe ist mir leider ein bisschen zu dunkel, deswegen mische ich die Foundation einfach mit den Prime & Fine Makeup Transformer Drops von Catrice. Ich liebe diese Foundation einfach für den Winter, weil die so einen richtig schönen, natürlichen Glow ins Gesicht zaubert. Und das ist genau das Finish, das ich im Herbst bzw. überhaupt im Winter sehr, sehr gerne mag. Und nachdem ich die Foundation gut mit meinem Beauty-Schwamm in die Haut eingearbeitet habe, jetzt weiter mit dem Concealer. Und hier nehme ich meinen über alles geliebten der Augenlöscher Concealer und zwar in der Farbe Light. Ich trage den immer sehr großzügig unter meinem Auge auf, aber auch auf meinen Augenlidern, ein bisschen auf meiner Stirn, auf meinem Nasenrücken und meinem Kinn. Das sind all die Stellen, die ich immer gerne ein bisschen highlighte. Und das Ganze verblende ich dann auch wieder mit dem Beauty-Schwamm. Und übrigens, dieser Concealer eignet sich auch hervorragend als Lidschattenprimer. Und um die ganzen Stellen, auf die ich Concealer aufgetragen habe, zu setten, verwende ich mein L'Oreal Infallible Magic Loose Powder. Ich trage das eigentlich immer ganz gern mit diesem Pinsel auf. Eigentlich ist das ein Highlighter-Pinsel von Essence, aber ich finde, der eignet sich einfach für das Setten des Puders perfekt, vor allem unter dem Auge. Und dann geht es auch schon weiter mit den Augenbrauen. Und hier verwende ich von Eustar das Wild Brows Eyebrow Styling Kit. Dieses Augenbrauen-Kit war letztes Jahr Teil meines Adventskalenders. Und obwohl mir die Marke Eustar eigentlich bis auf diesen Adventskalender überhaupt nichts sagt, liebe ich dieses Styling Kit. Also wenn ich meine Augenbrauen mache, dann verwende ich zu 99% nur mit dieses hier. Und um die Härchen noch ein bisschen zu fixieren, verwende ich von L'Oreal Paris den Plump & Set Eyebrow Artist. Und da bin ich auch schon bei den Augen angelangt. Hier verwende ich die Mrs. Bella All Eyes On You Palette. Und als allererstes nehme ich hier den Ton Scorpio. Das ist wirklich so ein schöner brauner Ton, also perfekt für den Winter. Und ich trage den wieder großzügig mit meinem Ringfinger auf. Das funktioniert eigentlich am besten. Und danach verwende ich einfach einen Blenderpinsel, nehme da wieder ein bisschen Produkt und verblende das Ganze dann einfach in meine Lidfalte und ein bisschen drüber. Um diesem Augen-Make-up noch ein bisschen mehr Glow zu verleihen, verwende ich anschließend die Farbe Cash. Das ist wirklich so ein sehr schön rosé-champagnerfärbiger glowy Ton. Also wirklich einer der bestpigmentiertesten, schimmernden Lidschatten, die ich bis jetzt in meinem Leben verwendet habe. Überhaupt, wenn man einen Fixing Spray verwendet. Also ich nehme da diesen Prime & Fine Dewy Glow Fixing Spray von Catrice, sprühe dann ein bisschen auf den Pinsel und gehe dann in die Farbe hinein. Anschließend nehme ich wieder meinen Blenderpinsel, einfach um beide Farben ineinander zu verblenden. Danach nehme ich nochmal die Farbe Scorpio und trage die auch auf meinem unteren Wimpernkranz auf. Also mir persönlich hilft das immer sehr, wenn ich nach oben sehe, weil da kann ich den Lidschatten immer am besten verblenden. Theoretisch könnte man diesen Lidschatten-Look jetzt so lassen und einfach nur mehr ein bisschen Mascara verwenden. Aber ich habe mich dann schlussendlich dagegen entschieden und habe dann einfach noch einen Eyeliner verwendet. Und zwar den von NYX, der nennt sich Epic Incliner. Also das ist wirklich so einer meiner liebsten, beziehungsweise wenn nicht sogar mein liebster Eyeliner im Moment.
Der ist wirklich extrem präzise. Man kann sich damit den präzisesten Wing ziehen. Aber gut, weiter geht's mit Mascara. Und zwar nehme ich hier die Air Volume Mega Mascara von L'Oréal Paris. Und hier muss ich ganz ehrlich zugeben, obwohl ich anfangs nicht sonderlich begeistert war von dieser Mascara, ist sie wirklich so innerhalb von einigen Tagen einer meiner allerliebsten Mascaras aller Zeiten geworden. So, weiter geht's mit Bronzer. Und hier nehme ich meinen liebsten Bronzer für die Winterzeit. Und zwar ist das der Max Factor Cream Bronzer in der Farbe 10 Bronze. Ich finde ihn einfach extrem passend für die Winterzeit, weil der hat so einen leichten goldenen Schimmer drinnen. Den sieht man auch nur wirklich sehr leicht, aber auch vom Farbton her ist er einfach perfekt für meinen Winterteint. Und um das Gesicht noch ein bisschen aufzuwärmen, verwende ich auch ein bisschen Blush. Und zwar das Matte Touch Blush von Essence in der Farbe 20 Berry Me Up. Und natürlich darf auch Highlighter nicht fehlen. Und zwar verwende ich hierfür die Mrs. Bella Highlighter Palette. Und zwar nennt sich die Goldie. Und da habe ich mich dann für die Farbe Gleam entschieden. Das ist nämlich wirklich so ein sehr schöner, natürlicher Champagnerton. Und ich fand, dass der eigentlich ganz gut auch zum Augen-Make-up passt. Und ich trage den eigentlich wie immer auf meinen Wangenknochen, meinen Augeninnenwinkeln und meiner Nase auf und auch noch ein bisschen auf meinem Lippenherz. Last but not least darf natürlich auch der Lippenstift nicht fehlen. Und hier habe ich mich dann schlussendlich für den Liquid Lipstick von Essence entschieden. Und zwar ist er in der Farbe 05. So Leute, das war jetzt meine Winter-Make-up-Routine. Ich hoffe natürlich sehr, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Falls dem so ist, gebt doch dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert auch sehr gerne meinen Kanal. Das ist natürlich kostenlos. Und ich bedanke mich immer ganz herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!